Ich hätte fast gesagt, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, aber warum hier der ein oder andere jetzt diesen Clan leider verlässt, also den Clan Spitzenbissos, da komme ich im Laufe dieser Folge dazu. Aber erstmal allen ein frohes neues Jahr. Willkommen im Jahr 2019, 2019 oder wie man es auch immer sagt. Also für mich ist immer 2019. Und ich hoffe, ihr seid genauso cool reingekommen wie ich. Also ich habe dann irgendwann heute Nachmittag so gegen 3 dann mal wieder die Augen aufgeschlagen. War schon eine nette Nacht, muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr seid genauso feuchtfröhlich reingekommen oder auch nicht. Also ich habe tatsächlich mal nicht so viel getrunken und bin ins Bett gegangen und nicht gestolpert. Also passt alles. Und ich glaube, ich bin jetzt, ja, ich sehe wieder ganz fresh aus, weil ich mich jetzt auch tatsächlich mal wieder eine Woche nicht rasiert habe im Urlaub. Ich meine, da brauchst du es nicht unbedingt machen. Da kannst du ruhig mal ein bisschen rumrennen wie so ein Almöhi. Aber es gibt natürlich einiges zu clashen und deswegen auch der Thumbnail. Es geht gleich wieder voll in die Vollen und es ist echt der Hammer, finde ich, dass Supercell hier A natürlich ein super Event rausgehauen hat, gleich zu Jahresanfang. Ein Game Army Boost ist natürlich echt wieder lecker. 4 Tage, 14 Stunden noch. Ich habe jetzt etliche Stunden leider verpasst. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben dann als nächstes Witch Lab als nächstes Event und natürlich dann die nächste Liga. Also gleich geht auch gleich wieder los im Januar mit einer neuen Liga. Und was aber noch losgeht, sind die netten New Year's Special Pakete hier im Shop, muss ich sagen. Und die sprechen mich wirklich an und ich habe gedacht, ich habe noch so ein paar Euro von meinem Weihnachtsgeld über und werde mir jetzt auf jeden Fall so ein paar Pakete hier gönnen. Und zwar, ich glaube, diese 6,87 Euro, die gönne ich mir einfach mal. Das heißt also hier dieses Book of Everything mit 1,5 Millionen Elex. Das alleinige Book of Everything, also das ist ein Universalbuch, das ist echt super, super nett, nett und auch wirklich ein Schnäppchen, finde ich, denn das gibt es ja wirklich sehr, sehr selten hier und weder im Shop noch irgendwo draußen bei den Events und so weiter oder bei den Clanspielen. Jetzt die letzten waren ja wirklich mau die Rewards und nicht die Trainingspotion für 1,09 Euro nehme ich auch mit. Früher standen hier immer 80 Gems oder so für 1,09 Euro. Aber die Trainingsportion, glaube ich, nehme ich mal mit den 2 Millionen Gold. Die kann ich nämlich sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich würde sagen, ich mache mal einen kurzen Cut und dann nehmen wir uns mal die Pakete hier mal mit. So, gerade noch das letzte Buch jetzt geordert hier. Und Zahlung erfolgreich, hurra. Damit habe ich mir jetzt gerade mal alle 3 gegönnt. Ihr seht das, 1, 2, 3, New Year Special received. Also wir haben jetzt etwas an Gold reinbekommen, wir haben etwas an Elex reingekriegt. Das Ding ist natürlich immer noch leer, das habe ich nämlich eben geleert. Aber wir haben jetzt 2 magische Items mehr, nämlich 2 Universalbücher. Und ihr seht auch, wenn man das Ganze aus dem Shop kauft, also auch hier die Trainingstränke, dann stacken sie. Beziehungsweise also man kann sie dann stapeln und genau wie hier geht ja eigentlich nur 1 rein, aber wenn man halt im Shop kauft, dann kann man stapeln. Aus den Events geht das ja nicht mehr. Das wollte die Tage auch jemand nicht verstehen, dass wenn ich jetzt hier diese 12 verbraucht habe, beziehungsweise jetzt noch 7 verbraucht habe, dann geht es nicht mehr höher. Das heißt also, irgendwann ist mein Bestand hier, wenn ich jetzt sammle, immer auf 5,5. Aber ich nehme ja ab und zu mal so ein Pülleken hier. Und nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch Clash of Clans gespielt. Wir haben unseren letzten CK des Jahres, was haben wir eigentlich gemacht? Wir haben gewonnen. 42,36. Ich war sehr mau mit 2x1 Stern. Vielleicht lag es noch an meiner noch nicht vollkommen komplett restaurierten Birne, weiß ich nicht genau. Aber ich habe hier ein paar Kämpfe für euch rausgesucht. Wir haben hier diesmal Only Rathaus 10, glaube ich, im unteren Bereich gehabt. Und ich muss jetzt mal eben schauen. Ja, es ist der Silent hier, also Rathaus 10 auf 10. Ich war zwar, wir Neuner, Rathaus Neuner sind hier eine kleine aussterbende Rasse, muss ich sagen. Ich bin ja hier auch mit dem Chief Barfuß in diesem Clan. Und ich war jetzt der einzige Neuner hier mit und ich glaube, wir sind selber nur noch 2 oder 3 Neuner hier und ein Achter oder so. Also bei uns geht es jetzt auch schon stark daran, dass das niedrigste Rathaus bald Rathaus 10 ist hier im Clan. Ist natürlich nicht schlecht, aber wie gesagt, 10 auf 10 hier. Gehen wir einfach mal rein in die Kämpfe hier und jetzt bin ich 2-mal auf meine Pausentaste da gekommen, beziehungsweise auch auf die Aufnahmetaste. Da ist jetzt kurz mal so ein kleiner Cut drin. Entschuldigt bitte.
Aber wie hat das hier gemacht? Mit Hogridern? Okay, habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Im Moment brummt ja eine andere Taktik. Im Rathaus 10, 11 und 12 Bereich, nämlich die mit den Fledermäusen. Werden wir auch noch sehen hier in den Kämpfen hier. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut, dass wir endlich mal wieder was anderes sehen. Ich will nicht sagen, dass ich das hier angesprochen hatte, so nach dem Motto, Leute, greift doch mal mit etwas anderem an. Ich kann nicht nur Fledermausangriffe zeigen. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich das hier so mit reinbekomme. Bei den Herausforderern haben wir unseren letzten Klankrieg übrigens auch gewonnen. Also auch da nochmal Glückwunsch. Auch netten, schönen Jahresabschluss gehabt. Und da suchen wir jetzt auch wieder. Ich mache jetzt noch einen Klankrieg mit dem Avatar dort mit. Und werde danach dann die Rose oder die Reise wieder antreten. Aber ich bin jetzt im Zwiespalt, gerade mit dem einen Gemboost. Das Rathaus läuft ja noch ein paar Tage. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch da ein bisschen das Ganze ein bisschen forciere. Und das heißt also, dass ich mir womöglich mein Rathaus dort so 1, 2, 3, 4 Tage vorgebe und dann gleich reinhaue mit Rathaus 11. Das werde ich auch festhalten, wie mir da so ein bisschen der Start gelingt, gerade mit so einem Rathaus 10, was das schon sehr lange Rathaus 10 ist und wo ich mir den Start natürlich mit vielen Marken, mit vielen Items und so ein bisschen versüßen kann. Also da seid auch drauf gespannt. Ich werde das so versuchen, in ein, zwei Folgen für euch zu verpacken. Und vielleicht könnt ihr dann ähnlich agieren oder ähnlich vorgehen, weiß ich nicht genau, was wir da machen können. Und hier sind wir schon im 11er Bereich, denn unten hat man nur 3 Zehner. Und hier sind wir jetzt also schon bei Rathaus 11 auf Rathaus 11. Mit, aha, auch nicht mit Fledermäusen. Glück gehabt. Also hier mit typischer Bola-Hexen. Riesenkombination, Karre fährt, die fährt auch immer ein bisschen komisch manchmal. Die fährt manchmal so ein bisschen versetzt, aber ich meine, sie geht natürlich schnurstracks Richtung Rathaus hier. Und hier hat er jetzt schon mal dieses Compartment durch. Jetzt muss er durch die Mitte durch, da gibt es natürlich jetzt erstmal keine Mauer. Und ihr seht das hier, wie lange diese Karre hier wieder, wenn sie so ein bisschen geschützt ist von den vielen Riesen, mit den vielen Bowlern, wie lange die Karre hier überlebt und die fährt komplett bis zum Rathaus durch. Das ist echt krass. Muss ich sagen, wenn er die Karre wirklich einmal quer diagonal über diese Base fahren lässt und sie kommt am Rathaus noch ganz an, dann ist das hier, ja, ich will nicht sagen Overkill, aber ich glaube, hat er schön gemacht hier. Rathaus 11 auf Rathaus 11, der Akerius ist es. Folge wird so ein paar Sekunden länger heute, denn ich will auf jeden Fall, bevor ich hier jetzt gleich den Clan verlasse auch, auch ich verlasse den Clan leider hier. Es ist einfach so. Wir haben uns dazu entschieden, das so zu machen. Und aber warum und wieso, wie gesagt, da komme ich dann gleich zu, wenn ich euch hier die paar Restangriffe gezeigt habe. Der Clankrieg fing ja noch im alten Jahr an und hat im neuen Jahr letztendlich aufgehört. Und deswegen finde ich es eigentlich nur fair, dass ich hier die paar Kämpfe noch mit aufnehme. Aber hier sehen wir jetzt schon den Angriff, den ich eigentlich meine, nämlich der mit den Fledermäusen. Ich glaube, einer hatte gestern auch in den Kommentaren reingeschrieben, dass er nicht gedacht hätte, dass die Fledermäuse so stark sind. Man hat sie jetzt eher gerade nach dem letzten Nerf, man hat sie ja ein bisschen verschlechtert, aber guckt euch das an hier, was der Frieger hier schon mit rausnimmt. Diese ganze Ecke hier, tot. Kein einziges Dev-Gebäude und die fliegen immer noch. Die fliegen immer noch da rum. Ah, schade, da war jetzt ein bisschen zu spät mit dem Fries. Ist aber nicht so schlimm. Jetzt hat leider keine Fledermaus mehr da unten überlebt, denn hier war der Magierturm dann etwas schneller. Aber das macht nichts. Den Rest Clean-Up, beziehungsweise nicht Clean-Up, sondern den Rest gibt es hier jetzt. Das allerdings, ja doch, es ist Rathaus 12 auf Rathaus 12, aber das Rathaus ist noch nicht voll ausgebaut. Es ist ein Stufe 3 Rathaus. Und da kann man dann abwägen, ob man wirklich den Warden da zünden muss, weil das Rathaus geht ja nicht hoch, beziehungsweise lässt ja dann keinen Megatesla fallen und löst dann noch eine Bombe aus. Schön mit dem Felsenwerfer hier unterstützt, der hier einfach so ein bisschen mit durch die Base fliegt und natürlich Feuer auf sich zieht. Der hat ziemlich viele Healpoints auch auf Level 3 und hat natürlich noch was drin. Aha, ein paar Loons kommen da noch raus, also die unterstützen ja auch nochmal, ziehen auch nochmal schön das Feuer auf sich. Die Luftabwehr nervt hier jetzt noch ein bisschen. Hinten haben wir noch ein Single Inferno und zwei Single Inferno sogar noch. Okay, aber guck mal, wie viele Drachen da noch leben. Das ist wirklich, wirklich eine starke Angriffstaktik und ich bin gespannt in 2019. Ich hätte fast gesagt, wie sie das abnerven.
Oder aber die Bases müssen neu designt werden, dass genau sowas nicht vorkommt. Also meine Base ist dafür nicht wirklich designt, denn meine Infernos sind auch sehr weit auseinander und sind alle auf Multi. Also ich habe meine alle auf Multi stehen, dass mir sowas hier nicht unter Umständen passiert, dass ich hier so abgezogen werde mit den Fledermaus-Bell, Drachen und ein paar Ballons. Ich wollte aber eigentlich den Chef zeigen, denn der Chef hat einen besseren Start ins Jahr erwischt als ich. Also auch unser Chef hier, Rathaus 11 auf Rathaus 11, eben war ja schon 12er. Wir machen jetzt einen kurzen Rückschritt, ist aber nicht so schlimm, denke ich mal. Können wir hier an der Stelle ruhig mal machen. Wir lassen es ruhig heute mal ein bisschen laufen, sodass die Folge mal gleich zu Anfang ein bisschen länger wird im Jahr, bevor es hier dann gleich rausgeht. Und auch hier haben wir die Taktik, einmal Wutzauber auf den oder in Richtung Adler. Also erstmal den Adler rausnehmen und dann mal sehen mit noch einer Luftabwehr. Ihr seht das auch hier, wie viel Gebäude die Fledermäuse hier jetzt rausnehmen, wie viele defensive Gebäude sie jetzt rausnehmen. Hier noch den Bogenschützenturm und damit hat er seinen quasi Funnel hier über diese lange Lane hier Richtung Rathaus schon geschaffen. Ich denke mal, der ein oder andere Drachen, er setzt hier hinten noch einen Drachen, damit der Rest hier schon mal geballt hier jetzt reinfliegen kann. Gar nicht mal schlecht gedacht, allerdings stört hier jetzt im Moment so ein bisschen die Clanburg, denn und vor allen Dingen kommt da jetzt noch ein Drache raus. Das heißt also, ja, ihr seht, dass zwei Drachen fliegen erstmal zurück. Da denkst du dann auch erst, ach du Scheiße. Ja, aber die kriegen keinen anderen Beschuss, außer dass jetzt der gegnerische Drache so ein bisschen pustet. Und dann ist das hier aber schön hinten durchgegangen, hier Richtung Rathaus mit den vielen, vielen Ballons vor allen Dingen. Ja, ein bisschen näher für euch rein. Mit den vielen Ballons wurden super gezündet. Da hat, glaube ich, dann kein Ballon nicht überlebt. Also die haben alle überlebt. Und okay, die Skelettfallen sind bei den Drachen nur nervig, mehr nicht. Dafür haben die viel zu viele Heatpoints, als dass die Skelette da jetzt so hart wegknabbern. An der Stelle sind die einfach nur nervig, mehr nicht. Nichtsdestotrotz hat das gut gemacht hier und hat den besseren Start ins Jahr auf jeden Fall erwischt als leider meine Wenigkeit. Mit 2x1 Stern. Oh, ich sehe hier gerade die eine dunkle Kaserne. Ich habe die Tage noch mit all meinen Charakteren die ganzen Events gespielt und hatte ja selber nur mit dem Thorsten den Eis Golem, den ich sicherlich jetzt auch mit dem Unibuch auf 4 bringe. Und mehr hatte ich an der Stelle nicht. Oh, Frieger hat ein Sixpack hingelegt. Mehr hatte ich an der Stelle nicht. Und ja, ich sage ja, wieder diese Taktik hier. Also könnt ihr euch aber trotzdem angucken, wie man das hier machen kann. Ich meine, sie ist jetzt nicht so wirklich schwer, aber sie ist eine gute Alternative. Und wenn du einen guten Start in die Base hier hinbekommst mit den Fledermäusen, dann ist das sicherlich schon ein Viertel der Miete, was so eine Base hier angeht. Also hier auch wieder Rathaus 12 auf Rathaus 12. Und jetzt habe ich gerade eben den Faden verloren. Besseren Start der Chef als ich. Ja, ein Sterner war aber jetzt nicht so super schlimm. Und aber dennoch habe ich jetzt irgendwie den Faden verloren. ist auch nicht so schlimm. Ich bin ganz begeistert hier von den Angriffen, muss ich sagen. So, wie hat er hier weiter gefunnelt? Wie funnelt man dann hier rum, dass die Drachen hier jetzt nicht so krumm und quer durch diese Base fliegen? Er kommt von hinten nochmal jetzt mit dem Luftschiff, macht da hinten den Inferno raus. Was nimmt er noch raus? Auch das gilt es immer zu beachten. Was schafft zum Beispiel das Luftschiff ganz alleine? Ohne Zutun von Zauber oder was auch immer. Okay, da ist natürlich der Inferno mit rausgegangen. Queen muss er jetzt zünden hier unten beim gegnerischen King. Und ich kann mir schon fast vorstellen, von wo die Drachen gleich kommen. Mal sehen, wie er hier jetzt weiter funnelt. Denn ich habe den Angriff selber auch noch nicht gesehen. Okay, er kommt über diese Seite. Ihr müsst immer erst die Loons schicken und dann die Drachen hinterher. Die Loons fressen nämlich schön die Luftfallen. Und das ist Sinn und Zweck dieser Übung. Sie werden jetzt natürlich von den Drachen so ein bisschen überholt. Weil jetzt ist auch kein Zauber mehr da. Wir haben also jetzt keinen Zauber mehr und jetzt muss das immer zauberlos durch so eine Base gehen. Was ich immer sehr, sehr schwer finde. Queen lebt da zwar noch, aber so eine Queen ist dann nicht, die ist nicht mehr so gefährlich. Also sie ballert dann zwar ein bisschen im Moment, aber nur auf die Loons. Und naja, solange wie es dann die Loons sind. Also cool gemacht hier. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Ich habe den jetzt mal gerade ein bisschen schneller gemacht. Sonst schaffe ich mein Tagespensum hier nicht. An Bases, die ich euch noch zeigen will, beziehungsweise an Angriffen. Und schönes Ding hier, Rathaus 12 auf Rathaus 12. Und last but not least, der Witness-Eye hier
vom Clan noch Spätzle mit Soße. Ich weiß nicht, ich glaube, mit einem Account ist er jetzt schon raus, beziehungsweise mit beiden Accounts. Und löse ich aber gleich aus. Die Base hier hatte ich vorher gescoutet mit meinem Rathaus 9, also der Chief hatte da nur zwei Scout-Angriffe gemacht. Ich hätte mir zwar auch irgendwie hier Bonus mit wegschnappen können, aber wollte ich nicht. Ich wollte es ein bisschen lockerer angehen lassen, auch mit dem Chief. Und dann gucken wir mal, wie der Ei das hier gemacht hat. Okay, da geht es erstmal darum, die ganz, ganz vielen Skelette hier erstmal wegzukriegen. Die haben da hinten nämlich gespawnt, denn die hätten dann doch schon vor allen Dingen die Miner hier ein bisschen abgenervt, muss man sagen. Da die Miner natürlich sich dann von solchen Truppen gerne ablenken lassen. Jetzt überleben da so ein bisschen zu lange die Barbaren. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und die Karre kam ein bisschen früh, glaube ich. Denn die war sicherlich dafür bestimmt, hier den Weg für die Queen Richtung Adler vor allen Dingen zu bannen. Und Juli hier die Adler-Artillerie hier rausnehmen kann. Und hatte einen Eisgolem dabei mit dem Packer, aber da gab es dann doch ein bisschen zu viel Beschuss, glaube ich, dann auf die Karre. Und da war die nicht so super, super effektiv. Aber macht nichts, gerade wenn du merkst, in einem Angriff, während des Angriffs, da klappt was nicht, dann musst du irgendwo improvisieren und musst, ich sag's mal so, das Beste raus machen jetzt aus der Situation. Also Adler lebt leider immer noch. Das erste Ziel damit nicht erreicht, aber jetzt wird hier weiter gefunnelt. Einfach mal 1, 2, 3, jetzt glaube ich, essen zwei Tunnel hier gesetzt. Und jetzt ist der Funnel perfekt. Ihr seht das hier an der Seite, wird jetzt kein Tunnel erstmal mehr außenrum gehen. Und jetzt muss ich sowieso ein bisschen näher rein, sonst sieht man die Buddler hier nicht. Also jetzt geht es unter Tage weiter hier mit unterstützt Heilzauber und auch mit Wutzauber. Die hat er jetzt noch aus dem Queen Charge, ist er irgendwie ein Queen Walk geworden. Jetzt ist es wieder ein Queen Charge. Also der Charge geht immer in die Base rein und der Walk geht immer rum. Das war jetzt so ein bisschen erst rein, dann rum, jetzt wieder drin. Also jetzt haben wir wieder den Queen Charge. Und das Coole ist vor allen Dingen bei den Minern, das seht ihr jetzt hier. Hier braucht die Warden Aura nicht gezündet werden, denn die sind vorher wieder unter Tage, wenn diese Bombe hochgeht. Und allerdings hatte der Kollege da außen dann auch noch ein paar Bomben liegen. Die hatte ich zwar rausgescoutet, aber die hat er jetzt vorher nicht mit rausgenommen. Da ist noch eine. Und so werden es hier natürlich immer Stück für Stück weniger Miner. Zudem hier die Queen einmal komplett um diesen Adler jetzt rum ist. Ist aber nicht so schlimm gewesen, glaube ich. Und dann werden das hier leider keine 3 Sterne. Aber ich glaube, beachtliche 88% sind hier oben auch absolut in Ordnung. Und deswegen ist der Sieg hier verdient. Ich konnte hier immerhin mitspielen. Und werde jetzt aber auch diesen Clan hier verlassen. Denn wir spielen einen 50er Clankrieg in einem befreundeten Clan. Und zwar im Clan, ich glaube es ist der Clan of Karl 2. Der füllt sich jetzt auch ganz langsam ab. 21 Uhr können wir da denn rein. Und morgen ist dann allerdings erst Start. Am Wochenende ist hier ein 50er geplant. Das heißt also, da hilft man uns bei einem 50er CK, den wir hier spielen wollen. Start ist dann am 4. Kampf dann am 5.6. Vermutlich mitten im Stream, das weiß ich noch nicht genau, denn am 5. feiern wir hier Geburtstag zweier Mitmenschen hier im Haus. Und wir wollen eigentlich wegfahren, Berlin, Duisburg, Landschaftspark, irgendwas wollen wir machen. Und ich denke mal, es kann sein, dass es dann abends ein bisschen später wird oder halt gar in der Nacht wird. Dann wird das natürlich nichts mit dem Stream. Aber wir wissen es noch nicht. Die Planung ist noch völlig auf. Aber bleibt einfach am Ball, am Kanal dran. In dieser Woche gibt es auch wieder ein bisschen Brawl Stars. Ich habe schon wieder ein bisschen aufgenommen, habe es aber noch nicht abgemischt. Einfach, das ist nur so für mich. Das ist nichts für euch. Nein, ist natürlich auch was für euch, aber ich will da auch einfach immer nur meinen Status so ein bisschen festhalten und auch der anderen geht da ja auch noch ein bisschen voran und wir sehen auf jeden Fall reichlich Clash of Clans in dieser Woche. Bis dahin, euer Toto. Clash.